Und damit hallo und herzlich willkommen bei Primetime Gaming mit einer neuen Folge Rainbow Six Siege mit dem Saphus. Hallo. Und mir, dem Spange. Und ja, wir gehen jetzt gleich los als Angreifer. In der Bank, mal wieder. Mal wieder, weil wir die so selten spielen. Ja, die haben einen Smoke. Ja, und die sind anscheinend nicht in der obersten Etage. Nein, die sind anscheinend im Keller. Okidoki. Bomben. Oh, Bomben. Zwei Bomben. So, die haben einen Jäger und einen Blitz. Und ich bin genudelt worden. Verdammt. Du bist da reingefahren. Ah, jetzt bist du kaputt. Oh, was geht mit der Kamera hier? Ja, bei Nacht. Das hat ja auch so, macht auch so einen Unterschied in der Bank. Natürlich. Wirklich. Haha. Klaut er mir den einfach. So. Wir haben immer noch Mr. Reason hier drin. Ja, wir haben die Lobby. Ja, nicht gewechselt seit der letzten Aufnahme. Die jetzt schon wieder ein bisschen her sein dürfte. Ich weiß nicht wie lang. Ja, wahrscheinlich eine Woche also ungefähr. Ja, also die Aufnahme ist noch dieselbe Sache, so, aber das Video kam vor ungefähr einer Woche. Ja. Ist anzunehmen. Wiu. Nicht? Okay. Bist nicht eisern genug. Ja, anscheinend. Oh, jetzt schleiche ich die ganze Zeit diese Treppe da hoch, um die Kamera zu zerstören. Die Kamera ist schon kaputt. Du Sledge, das ist dein Job. Und jetzt kommt die Schildarmee. Alter, was für Teamwork hier. Gleich sind wir alle tot. Ich klopf mal an. Oh, sie klopfen zurück. Ich glaube, das wird ein harter Stellungskrieg hier. Ich schau da mal eine Flashbang rein. Mach das. Stimmt, hier ist was dahinter. Smoke, Anas. Oh. Oh, da ist nur Strom. Das ist nicht so geil. Ja, ist es. Ich muss mal rausdrehen. Wir können ja, während die sich hier bekriegen, mal ein bisschen die Stacheldrähte kaputt machen. Ich hätte wahrscheinlich erwartet, dass wir durch den Tunnel kommen. Wahrscheinlich. Ich brauche dich mal hier. Auch mal rein, ja. An dem Eingang. Achso, ja. Ich lauf einfach mal rein. Ich hab jetzt einfach mal Balls of Steel. Wo sitzt der noch? Wo sitzt denn der genau? Mal kriegen wir mal. Tot. Oh. Und da liegt einer. Einfach mal alles flashen. Statt nach. Ach, der Diffuser ist ja bei Mr. Raker. Und jetzt ist er noch tot. Da ist er gestorben. Oh, da kriegt er. Ich hab ihn. Na gut, 1 gegen 3 sollten wir. Ich hol mal den Diffuser. Ja. Aber er weiß, dass er das Ding nicht aufschlagen kann. Also. Nein, man kann es auch schlagen. Okay, aber nach viel Zeit. Kriegst du ihn oder sollen wir zu dir kommen? Also, ich krieg einen. Na komm, trotzdem zu dir. The Diffuser has been secured. Da. So. Oh, wie er kniet. Sieht ungesund aus. Das Blut dahinter könnte aber auch einiges erklären. So, den soll ich jetzt mal holen. Vielleicht ist er auch auf K. Irgendwie habe ich ihn noch nicht gesehen. Das könnte natürlich auch sein, aber ich gehe nicht davon aus, ehrlich gesagt, weil er hat eben schon. Ah, nee, ist mute, gell? Ja. Leute! Ja, ich habe ihn gefunden. Okay, wo ist der? Da, wo ich gepinkt habe in dem Raum. Okidoki. Aber wir haben jetzt Zeit. Oh, wir haben alle Zeit der Welt. So. You have located a bomb. Oh, ich habe sogar noch eine Bombe gefunden. Hab ihn. Wow. Op 4 eliminated. Kam gerade um die Ecke, wollte ich umlaufen. Der ist ganz schön frech von dem. Aber okay. Gut, dass du da warst. Ja. Ja, gedacht, gucken wir mal um die Ecke und plötzlich war er da. Wallhack confirmed. Eben. War noch nie anders, weißt du doch. So, der Vollständigkeit halber, ich spiele auch immer noch Frost, auch wenn sie nicht nur OP ist. Oh, hast du die Shotgun oder die SMG? Shotgun natürlich. Oh, da bin ich ja mal gespannt, wie du performst. Oh ja, ich auch. Weißt du, die SMG ist mittlerweile besser. Also ich würde sagen, die war auch damals nicht schlecht. Die ist auch immer noch nicht schlecht, ich weiß.
Ja, probier's doch mal mit der SMG. Da haben wir schon mit dem Rekruten spielen müssen, müssen wir ja uns jetzt nicht noch selber noch unter die Schuhe. Gut, ich sag mal so, manche Leute spielen den Rekruten mit Absicht. Ja. Naja, ich glaube er aber nicht. Nein, er ist eher AFK. Ja. Na, selber Spot wie eben, alles klar. Hier mach ich eine Kasse, manche. Nee. Das ist ja gut. Beruhigen Sie sich, junger Mann. Also. Denk wieder an den Herz. Geht's gut? Geht's ganz gut. Verstärke mal die Wände. Ah, hallo Drohne. Tschüss, Drohne. So, dann mach ich mal drüben zu. War hier nicht gerade. Irritiert. Boah, meine geile Zebratano für meine SMG hier. Ja, ich würde sagen, unser Rekrut ist leider AFK. Er wird jetzt leider sterben müssen. Ja, wenn er da stehen bleibt, wird er sterben. Ich sperre ihn mal aus. So, wie man das macht mit Teammates. Ja, wenn er AFK ist, ist er selber schuld. So, mach mal die Tür hier zu. Machst einfach so die Tür zu. Ja, mit dem Schild. Dass nicht unten durch das Ding jetzt schießen können. Wie schlau. Wenn die Beine kaputt machen. Ah. Denn wir alle wissen, wenn die Beine kaputt sind, ist schlecht. Ja, immer. So, ich hoffe, dass irgendjemand ungünstig meine Matte rennt. Also von denen. Das wäre natürlich löblich für dich. Lobby? Das war's okay. Für unseren Rekrut. Unser Rekrut hat ausgespielt. Gespottet. Mhm. Hat festgestellt, dass da Gegner sind. Hab einen. Ich hab auch mal drauf gezogen. Das ist auf jeden Fall ein Blitz. Oh, Kasse. Ach, nicht Kasse. Wie heißt der? Montag, nee. Nee, Montag, nee, ist down. Blitz existiert noch. Ja, Blitz ist auf der anderen Seite drüben. Au, und schießt mich auch noch eiskalt an. Ich hab durchgehend. Der traut sich ja was. Ja. Leute, der hat erwartet, dass ich noch. Na gut, man hat mich nicht noch gehört. Ich geb's zu. Ich bewege mich mal ein bisschen nach hinten. Ja, mach mal. Ah, aber dass er mir da einen Header drückt, ist ja. Es ist schon wieder frech. Muss man jetzt ehrlich sagen, es ist frech. Weil bis jetzt der AFK tut auch noch eine Kamera. Eine unwichtige Kamera wahrscheinlich, aber ja, so unwichtig ist sie gar nicht. Oh, ach, da einer ist in die Matte gelaufen. Welche Matte? Treppenhaus. Kann ich da nicht sehen. Du könntest vorlaufen, aber ich weiß nicht, ob der andere Dude da ist. Ja, das will ich nicht riskieren, ehrlich gesagt. Musst du auch nicht. War das Blitz? Weil ich höre ihn nicht mehr. Das weiß ich nicht, da ist, ich hab's nur friendly, zuklappen. Oh, der andere hat ihn sich scheinbar toll geholt. Ach ne, der andere hat sich uns geholt. Spange, die Hoffnung liegt bei dir. Fertig. Da hatte ich eine Drohne, glaube ich, gesehen. Ja, verdammt. Ja, ich musste aber, weil die haben die Füße gerade platziert. Ja, ja. Na, spannende Abschlusskamera. Dass er noch rechtzeitig rausgekommen ist. Beim wie nahe er einfach nur an der Tür stand. Da hätte ich aber nicht noch eine Drohne rausgeworfen. Ist nicht ganz ungefährlich gewesen, das stimmt. Naja, ich spür mal Ash. Ach, ich bleib bei meinem altbewährten Platz. Na ne, jetzt haben wir schon Montag. Ne, eigentlich reicht der Einschild. Ach komm, dann will ich auch mal OP-Duty spielen. Pff, ist nicht OP. Er wurde stärker gemacht. Ja, es ist aber. Eigentlich hätte ich Glass nehmen müssen, weil ich für den diese geile Black Ice Tarnung habe. Ja, die habe ich für Ash. Ja. Ich muss nicht so nochmal Clash spielen, hab ich gerade geschickt. Das kannst du ja gerne machen. Also, falls wir noch einmal angreifen, vielleicht gewinnen wir jetzt auch einfach die beiden nächsten Runden, dann greifen wir nicht mehr an. Das ist wohl wahr, ist halt, ja. Ja, doch schon. Der nächste ist Seiden. Ja, ich würde gerade sagen, Seiden ist mit ausgelost, aber es ist ja keine Overtime. First floor. Okay. Mir wurde heute übrigens eine mögliche Stelle in Aussicht gestellt bei uns in der Stadtverwaltung. Aha, was?
im Sozialamt. Aha. Aber als ETV-Systembetreuer für das System des Sozialamtes. Okay. Was ich mega hip finde. Das hört sich ehrlich gesagt nicht schlecht an, ja. Weil du hast halt zum Teil, also ich wollte noch so ein bisschen Grundsicherung im Alter und sowas mit bearbeiten. Mhm. Aber ich hätte halt als Hauptaufgabe dieses Sozialamt eigene System betreuen. Das ist natürlich cool. Ja. Ich hoffe, dass das klappt. Das noch nichts sicher, aber. So, in der Lobby sehe ich gerade keine Gegner. Was nicht viel heißen muss, aber ich sehe keinen. Es kommt ganz drauf an, welche Taktik die fahren. Das ist richtig, da kommt es meistens ein bisschen Sturm an. Ich bin ja eigentlich diese extrem aggressiven Heinos gewohnt. Ja, das stimmt. Die hat man aber auch verdammt oft. Und wie hier reingehen, ich mag den Spot immer nicht. Ich vertraue einfach mal dem Kollegen hier. Vertrauen niemals einem Random. Haben wir die Kamera schon kaputt gemacht? Weiß ich nicht. Ich gehe hoffen mal, dass es gemacht hat. Hier ist mein Alarm aus. Komm mal so frei. Oh, ach, die haben natürlich auch alles verstärkt. Ah, die Wand ist nicht verstärkt. Wow, die führt auch nur in diesen Raum. Ich geh ein. Da ist einer hinter uns. Echt? Ja, ich hab'n. Wie gut ist denn die Shotgun gegen Kassel-Verstärkung? Gar nicht. Ich hab auch Sprengladung. Wobei mich gerade mehr interessieren würde tatsächlich, ob es vielleicht eine Dachluke gibt, die sich dafür anbieten würde. Muss man mal testen. Ah. Oder checken. Wir finden es jetzt heraus. Hier ist eine Dachluke, aber ich glaube, die ist zu weit vorne. Warte mal, gibt's in dem Honecker-Raum eine Dachluke? Nicht, soweit ich wüsste. Man kann auch einfach... Oh, das war jetzt mies. Spreng einfach mal die Decke über ihn. Vielleicht macht ihn das ja Stress. Das war jetzt richtig mies von mir. Glaube ich dir gerne. Das ist meistens so, wenn du irgendwas tust. Danke. Da hinten versteckt sich eine Einspringladung, habe ich noch, Freund. Kaboom. Hallo? Ist hier jemand? Der Typ denkt, er weiß, wo ich bin, aber er weiß nicht, wo ich bin. Ja, die bewegen sich die ganze Zeit unter mir. Da ist einer. Hallo? Das war auch mies von mir, ich geb's zu. Oh, da war noch einer. Na komm raus. Komm, du willst es doch auch. Hat jemand den Typ hinter dem Schild getötet? Weiß nicht, ob der das war. Ich habe auf jeden Fall irgendwas getötet. Ich höre was über mir. Ich steppe hier oben aber auch rum, gell? Ja, du bist relativ weit weg von mir. Wir müssen jetzt mal was machen. Oh Scheiße, wir haben 15 Sekunden. 10 seconds remaining. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nein! Ja, nein! Ich hab ihn doch noch getötet! Wow. Pass auf, du siehst es jetzt gleich. Da bin ich gerade gekommen, hab ihn noch gekillt. Ja, der Kill wurde ja sogar noch angerechnet, aber in dem Moment war die Zeit vorbei. Alter, das kotzt mich gerade ein bisschen an. Da hab ich hab auch wirklich nicht auf die Zeit geachtet, ich geb's zu. Das ist ja mies. Ach, Herr Jemine. Das war absolut unverdient für die. Das war auch unverdient. Wir haben die eigentlich so krass dominiert. Ich bin vorhin gerade einfach reinmarschiert und hab beide über den Haufen geschossen. Vor allem, du stehst 7-1, läuft bei dir. Ja, er schrägelt. Obwohl wir aufnehmen. Ja, was ist da los? Das ist echt seltsam. Ach, das regt mich gerade echt auf.
man muss dazu sagen, wir verlieren jetzt natürlich absichtlich ein paar Runden, ja, damit diese Folge nicht so kurz wird wie die letzte. Wo wir ja einfach nur eiskalt gewonnen haben. Ja, flawless. Flawless victory. So, diese ganzen Runden brauche ich gleich mal zu. Aber wir machen das natürlich nur, damit wir uns mit den Aufnahmen abwechseln. Natürlich. Ja. Das ist alles gescriptet hier, die Gegner sind auch bei uns angestellt. Kann die Drohne mal sterben? Dankeschön. Drohnen können nicht sterben, das sind keine Menschen. Was denn? Dankeschön. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Echt? Das ist halt sehr freundlich von dir. Das finde ich auch. Oh! Ich hätte vorhin jetzt fast abgeschossen. Weil ich auf die Drohne geschossen habe. Wir kommen einfach durch mein Bild gerade. Nein, ich bin gerecht, gebe ich zu. Wir hatten jetzt am Mittwoch ja ein Seminar, ne? Mhm. Ich muss sagen, was ich ziemlich interessant fand, weil ich den Akzent sehr mag, der kam hier aus Hamburg, der Gegend. Hamburg? Ja, und die haben so einen gewissen Akzent, den ich sehr gerne höre, persönlich. Mhm. Und dann 8 Stunden mit dem Unruhig zu haben, war ganz cool. Hat sich gefreut. Ja, hallo Ash. Tschüss Ash. Das ist schön. Weil die Waffe richtet meistens ziemlich viel Schaden an. Hallo, Fuse mit Schild. Tschüss, Fuse mit Schild. Hat dich aber nicht getötet, oder? Hat er nicht getötet? Ja. Nein. Aber ich töte etwas anderes. Nö, der hat das überlebt! Wie hat er das denn überlebt? Twitch ist noch auf dem Dach und da ist einer abgeseilt. Vor dem Archiv in dem Raum. Wir haben ein Problem. Ja, ich bin tot. Ja. Ich hab ein echtes Problem. Abgesehen davon, das sind Gegner, verdammt, ich konnte es nicht mehr spotten. Oh, hab ich mich jetzt erschreckt. Was ist euer Problem? Ja, die haben mir eine Wand nicht spielen, Forst hier, unsere Kollegen. Achso. Ja, ist natürlich schlecht. Wir schauen natürlich mal unseren Freund Spann hier zu. Ja, mach das mal. Momentan ist er. Oh, du bist. Ach du Scheiße. Gut, dass die Füße auch kaputt geschossen habe und nicht alle hochgegangen sind. Ja. Jetzt weiß ich, warum das USK-18 ist. Ja. Hast du dir mal die Fuse-Ladung angeguckt, wenn die rausbekommt? Die schaut ein bisschen verwerflich aus. Oh, du hast ihn gut gehittet. Hm? Du hast ihn gut gehittet, den Schild-Dude. Hab ich das? Ja, es kam viel Blut gespritzt. Also bei mir, ja, aber ich habe keinen Hitmarker gekriegt. Ja, ist ja auch kein CS. Oh, der ist schon drin? Ja, das hätte ich auch nicht erwartet. Ich hab gar nicht mitgekriegt, wann hinter mir die Tür aufgegangen ist. Also, die Wand. Könnt ihr mal bitte den töten, den ich noch angehört habe? Ich will meinen verdammten Assist haben. Das ist kein Assist. Doch, ich will meinen Assist jetzt. Diffuser located. Disable it. Doch, fort. Ja. Wow. Einfach nur wow. Dann muss er das Gas aber auch zücken. Ja, oder erst gar nicht auf ihn schmeißen, sondern ihn einfach erschießen. Oder. Nee, das wäre zu einfach. Die müssen mit Steel sterben. Jetzt haben wir ja noch gestorben, verloren. Ach verdammt, ich wollte ja Clash spielen, wenn wir nochmal angreifen. Tja, das ist jetzt nicht mehr drin. Na ja, gut, dann muss ich jetzt mit einem enttäuschenden 4-2. Oh, komm, wir beide haben schon die Lobby gecarried, das war ja unser Teamschuld. Eben, definitiv. Dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zusehen bei dieser glorreichen Niederlage. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.